Hallo und herzlich willkommen zu meinem besonderen Video. Bevor ihr das Video guckt mit dem süßen Drachen, wollte ich noch mal ganz kurz reingrätschen. Dieses Video ist nämlich eigentlich entstanden am Tag XYZ, also am 5. Oktober. Da war es hochladebereit und an der Stelle, wo ich jetzt rede, war eigentlich ursprünglich ein anderer Text, der zum einen Calibra gedankt hat, dafür, dass mir das Videomaterial überhaupt zur Verfügung steht, der mir ermöglicht hat, auf seinem Server zu spielen und dort neu anzufangen. Und natürlich der Hinweis, die Folgen, die danach noch erscheinen werden, natürlich nicht zweimal die Woche kommen werden, sondern sporadisch jetzt. Einfach mal, damit mittendrin was kommt. Und dementsprechend werde ich auch dort später weitermachen, aber dazu später mehr. Worauf ich eigentlich hinaus will und warum ich das hier jetzt gerade mache, ist, dass ich euch danken möchte. Natürlich ist es nicht untergegangen, auch wenn ich jetzt die letzten Tage nicht mal in der Nähe eines PCs war, dass ihr eine sehr, sehr hohe Resonanz auf dieses Video, besagte Video vom 5., nein, ich weiß gar nicht, ist es am 5., 6., 7. entstanden, ich weiß es gar nicht mehr, ich war da ein bisschen durch den Wind, hattet euren Beistand, euren Trost, die Kraft, die ihr mir gebt, natürlich auch meiner Familie, meine Mom und mein Bruder. Und ich muss sagen, heute war ich bei meinem Pa im Krankenhaus. Er hat heute einen sehr guten Tag gehabt. Er ist endlich aus dem Koma aufgewacht. Die mussten ihn ins Koma versetzen, ins Künstliche, weil er operiert wurde. Nun ja, wie dem auch sei, ich habe jetzt gerade einen guten Tag und wollte euch einfach mal Danke sagen. Danke für euren Beistand, dass ihr da seid. Und ich will euch trösten. Wie gesagt, YouTube wird erstmal auf Eis gelegt. Mein Alltag fängt jetzt gerade wieder an, loszuleben oder anzuleben, wie sagt man dazu, wieder stattzufinden. Indem ich halt täglich mein Paar besuche, danach ins Fitnessstudio gehe, einkaufe. Also das heißt, ich versuche meinen Tagesablauf so normal wie möglich zu gestalten. Auch wenn mein Paar hier jetzt, weiß ich nicht, 500, vielleicht ein Kilometer von mir entfernt liegt, da bin ich in 5 Minuten mit dem Fahrrad. Aber das Leben geht halt weiter. Und dementsprechend werde ich halt langsam anfangen mit dem Gym, was mir sehr viel bedeutet. Einfach weil ich bei Sport und Musik abschalten kann. Diese 2,5 Stunden ist mein Kopf leer. Ich kann über alles nachdenken, obwohl nicht leer, aber ich kann über alles nachdenken, verdauen. Und wenn ich dann nach Hause komme, fühlt man sich ein bisschen freier. Und das Ganze will ich jetzt so 2, 3 Wochen machen. Dann werde ich mit den Solo-Projekten wieder anfangen. Sprich Banished, Stranded Deep wahrscheinlich anfänglich ohne Facecam, aber das werdet ihr, glaube ich, verkraften. Assassin's Creed natürlich, so Sachen, wo man auch viel drüber reden kann. Und ich denke, ich werde euch über die Projekte, auch über den Status meines Papas ein bisschen auf den Laufenden halten. Natürlich keine Details, aber nichtsdestotrotz sind wir von der Familie her stark. Wir hoffen natürlich, dass er wieder auf die Beine kommt. Obwohl das nicht so ganz möglich mehr ist, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Und ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns die Tage natürlich in den nächsten Let's Plays. Wie gesagt, wird noch 2, 3 Wochen dauern. Und keine Sorge, lieber Eumel, ich weiß nicht, ob du auf YouTube guckst oder nur ein Twitch-Zuschauer bist. Auch Twitch wird weitergehen. Ich weiß nicht, inwieweit ich es noch dieses Jahr angehen werde, aber ich denke frühestens Mitte Dezember, frühestens, allerfrühestens, dass ich da wieder in den Stream springe. Ansonsten werde ich einfach auf diversen Channels meinen Mod-Tätigkeiten mal nachgehen und anderen Twitchern zuschauen, die mich einfach auf andere Gedanken bringen. Das ist auch ein bisschen tagesformabhängig, weil, wie gesagt, die nächsten Streams werden sehr spontan kommen und nicht in die Länge geplant werden. Je nachdem, wie sich der Zustand von meinem Paar entwickelt und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr versteht das. Und dann wünsche ich euch natürlich jetzt so viel Spaß bei dem Video. Und nochmal vielen, vielen lieben Dank euch und ja, wir sehen uns. Macht's gut. Ich würde die Musik ausmachen. Nee, die ist okay. Lautstärke passt. Ich hab gerade gesehen, nee, das ist so ein guter Vogel. Oh, die Mucke, Hammer. Yeah! Da ist er! Oh, das war er doch! Alter! Wo ist denn du? Hier unten! Unter die! LOL! What the fuck? Oh Gott, Dino im Weg. Geh weg! Kamera reicht nicht. Nicht die Bäume platt machen. Das sind die letzten Überlebenden in ihrer Art. Kannst du mit dem Ding landen? Natürlich. Kannst du selber fliegen. Oh Gott. Yes. Ich muss aufpassen beim Absteigen. Das kann ich mir vorstellen. Das ist wahrscheinlich. Für den gibt es keinen Sattel. Kann ich? Hoch. Ja, einfach hier drauf. Okay, Leute, jetzt muss ich doch die Musik ein bisschen leiser machen. Der Horror nicht mehr an damit. Rechte Maus, das spuckt der Feuer. Nicht durchgehend, aber. Alter! Das ist ein Monster, wa? Ja, so ein paar Vorteile muss man ja gegenüber den anderen haben, wenn man Server hat, oder? So, Leute, ihr seid jetzt live dabei, wie ich einen Dragon crashe. Kannst du nicht crashen. Ohoho!
Ja, ach so, nur dabei gesagt, so, der fliegt sich wie so ein Omnibus. Ja, ich merk schon. Oh, ach du Scheiße. Schau mal Feuer, Alter. Das sieht wohl mal ganz hübsch aus. Eieieiei. Oh, 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 Ruckel, Ruckel. Jetzt sag mal einer, ich biete dir nichts hier. Oh ja, das ist Kino vom Feinsten. Vor allem, wenn du so was in eine PvP schlacht. Bleib mal genau so stehen. Ein Screenshot machen. Boah, das sieht so gut aus, ne? Ja, PvP kommst mit dem Vieh an, bist unbesiegbar. Guck mal, wie viel Life der hat und so, drück mal F. 40.000. Ja, na klar. Er kann 3.700 und ich gehe mit ihm jetzt Steine farmen. Kann auch schneller. Oh, er kann. Und wie er kann. Oh, da ist der Bronto. Warte mal, ich grill mal einen Bronto. Jetzt mach ich dich platt, ey. Du schmeißt wie Baumlotter. Ich treffe nur nicht hier auf der... Oh, im Rückwärtsgang hat er nicht. Okay. Da ist sein Schwanz im Weg. Denke ich mal. Also. Jo, also. Alles klar. Du wolltest eine epische Folge jetzt haben, Alter. Jetzt habe ich eine, aber was für eine? Ich habe ein Level up, wir sind 55. Er hat aber keine Spuckkraft mehr, der ist ausgepowert, der Typ. Leute, so macht man große Dinos putt. Mhm. Ich glaube, ich muss notlanden. Ich habe keine Power mehr. Marco, willst du auch mal eine Runde? Kann ich auch mit dem laufen? Alter, krass. Ich bin schon so ein bisschen aus wie Godzilla, das Vieh, ey. Ja, nee, der von, wie heißt der denn? Von Dragon Age? Der rote Drachen? Könnte sein. Wer ist das hier vor mir? Da müsste Marco sein. Ja. Willst du mal warm haben, Marco? Oh, Scheiße. Oi. Ich liebe Marco, das Vieh. Alles gut. Richtig auf dem Boden. Warte mal, ich... Aua, aua, aua. So. Bist du noch da, Marco? Ja, der steht hier. Nee, der hat sich gemutet, glaube ich. Marco? Ja, jetzt bin ich wieder da. Mach nochmal. Och, come on. Okay, warte. Mach nochmal, war so schön warm. War so schön warm. Okay, warte mal. Jo. Was? Alter, ist das Hammer. Bist du auch mal eine Runde fliegen, oder was? Nö, 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 lass mal. Na komm schon. Das ist einmalig. Ich hab jetzt. Nein, nicht, du hast jetzt. Ich muss mir mal die 20 Screenshots angucken hier. Ja, ist egal. Komm, jetzt flieg eine Runde. Ist geil. Na gut. Achso, warte mal. Nee, das in der Tat. Ist halt, ne? Ja. Der hat Unmengen Fleisch im Inventar. Prime Meat und alles. Ja, na klar. Ich hab nur 2 Brontos gelegt. Oh Gott. Alter. Als Jagdmaschine 100. Ach nee, ich wollte nicht. Ich will Tetsch. Hide natürlich. So, warte mal. Bevor du fliegst, Marco, bist du schon drauf? Mhm. Warte, warte, warte. Guck mich mal an. Ich gehe nochmal weiter zurück, dass du mich siehst. Ja. Alter. So, spuck mal bitte. Wie mach ich das denn? Rechte Maustaste. Yes, Alter. Der macht mir ja nichts. Wahrscheinlich weil im Tribe, ne? Ja. Alter, ist das Hammer? Ich glaube nicht, dass wir hier noch stehen würden, wenn wir nicht im Tribe wären. Yes. Nee, warte, warte, warte. 3, 2, 1, go. Okay. Erstmal Feuer und Flamme, könnte man sagen. Alter Schwede, okay. Ja, Leute, sowas gibt's nur auf meinem Kanal. Dank Calibra. Ach ja. What the fuck, Alter. Und der hat ultra viel Gewicht und so. 3.700 oder so. Aber 40.000 HP, kannst du alles mitlegen. Weg ist er! Auch schon komisch HP, ne? Horsepower. Er geht jetzt erstmal Fellfarm, sagt er. Nee, Metall. Metall. Lol, entführt er erstmal einen Drachen? Ich glaub's nicht. Ich hoffe, du kommst auch wieder zurück. Also meiner ist despawned, der erste, den ich mal getestet habe, ob das überhaupt geht. Da war ich so schön in der Luft, so hey, schön, Feuerspucken, bupp, saß ich auf einmal in der Luft. Ohne okay, Drachen. Und den, was muss man tun, um den anmieten zu dürfen bei dir? Was sind die Grundlagen? Was muss man bezahlen dafür? Anmieten? Ja, naja, ich meine, sowas gibt's ja bestimmt nicht kostenlos. Wahrscheinlich die Hälfte der Rohstoffe oder so. Oder 60%. Oh ja. Oh ja? Rohstoffe. Oh Gott. Alter.
wusste, dass er dir gefällt. Weißt du, was ich jetzt noch mehr hoffe? Dass DX Story keine Soundaussetzer hat. Das Ding ist so der Obershit. Erstmal bin ich mich voll erschrocken. Ich dachte so, nein, jetzt bist du am Sack. Und dann denkst du, der greift dich gar nicht an. So voll die krasse Musik, so voll so gleich Game Over. Ja, ja, Game Over Musik war es auch am Anfang. Vor allem der epische Flug über den Wald, wo ich erst gedacht habe, da kommt Pteranodon oder sowas angeflogen. Und dabei war es der Große. Ich habe nur irgendwas Rotes zwischen den Bäumen gesehen. Na, ich werde es ja sehen, wie das aussieht bei dir. Oh ja. Na, ich bin halt am Überlegen noch, wie ich es raushaue. Aber ich denke mal, das mache ich so. Müsste ich eigentlich. Ja, wann? Eigentlich müsste eine Special-Folge sein, ne? Aber wo? Oder Arc-Dragon-Vorstellungsvideo, so, keine Ahnung. Haben das ja auch noch nicht viele Idee. Gesehen. Ja, nee, ist eine richtig geile Idee. Weil, wenn du mal guckst, so, ich meine, klar, die haben den Drachen, aber die meisten haben den halt einfach bei Dingens, bei Survivor of the Fittest. Anthony Kong Pang hatte den ja auch, aber. Warte mal, gestern war doch Samstag, ne? Habe ich gestern ein Video rausgehauen, Leute? Nee, ich glaube nicht, ne? Aber nicht. Nein, gestern also war ja. Also, Arc zumindest nicht. Nee, wollte ich auch gerade sagen. Ich habe ja davor wegen Samstagausfall am Mittwoch. Lol. Geh weg! Ich bin platt! Alter, ich guck nach oben und sehe das Vieh auf einmal. Oh Gott. Nee, ich habe ja am Mittwoch nachgeliefert, weil meine Samstagfolge ausgefallen ist. Habe ich doch schon gesehen. Und, ja, dementsprechend hau ich die mal morgen raus. Warte, bleib stehen, bleib stehen. Hat der vorhin auch auf allen Vieren gestanden? Hier steht er gar nicht. Nee, nee. Ist cool. Oh, Alter, das ist ein Hammervieh. Was ich jetzt noch richtig geil finden würde, wenn der hier durch den Wald trampelt, einmal Feuer macht und alles in Brand setzen würde. Das wäre wirklich geil. Übrigens, seit wann ist denn hier so ein komischer Krater drinne? Ist dir der schon mal aufgefallen, Marco? Was, an der Landzunge? Ja, hier, ja. Ja, 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 ja. Ist auch so ein hübscher blauer See. Oh, Alter, ich will nichts anderes mehr. Scheiß auf ein Kanu, ey. Voll doof, ey. Alter. Gibt's eigentlich eine Höhenbegrenzung? Ja. Bist du unterwegs mit dem, oder was? Ja, ich flieg gerade. Ich würde nicht so hoch fliegen, weil wenn der wirklich despawnt, dann ist... Wie despawnt? Kann sein, dass der despawnt. Wie die... Oh shit, ich dreh um. Wie gesagt, meiner ist auch nach einer Zeit einfach weg gewesen und dann bin ich einfach mal auf den Boden geplumpst, aber ich hatte viel Leben und hab das überlebt. Oben ist übrigens noch ein Stego ganz bei uns in der Nähe, Marco. Nee, ist nicht in der Nähe. Fatal. Oh, Standbilder, Alter. Wenn du fliegst, ist echt unterirdisch. Vor allem, wenn du auf Ozean zusteuerst. War die ersten Palmspawn nach. Chef hat angemacht. Nee. Alter. Ja, Leute, also, ne? Also, wenn euch ein Arc langweilig ist, dann schreibt den Server-Admin an. Der kann sowas machen. Aber nicht mein, das ist mein. Oh, Scheiße. Ja, das geht. Kann er sich nicht irgendwie aufbäumen? Nee, ne? Das ist, warte mal, wenn ich jetzt so drehe und jetzt Feuer spucke. Ach du Scheiße, Mann, ey. Das ist eine super heavy Sonderfolge. Und wahrscheinlich mit Soundaussetzern. Ich kenne noch mein Glück. Den würden wir nicht mal hier im Terrarium. Terrarium. Terrain unterkriegen, so wollte ich sagen. Oh, krass, alter Schwede. Was für Geräusche macht er? Das ist so Hammer. Ja. Gegrillter Bruder. Was sagt Paul dazu? Paul? Wer ist Paul? Ja, sein Arbeitskollege. So. Hallo, Erdan Hirschi. Sorry, schon wieder ausgemacht. Ja, sagt geil. Sieht gut aus. Alter, ich krieg gar nicht genug von dem Vieh. Aber ich level ihn mal. Was soll der denn? Oh nee, warte mal, wie level ich den? Da level. Nee, auch nicht. Da. Gut HP hat er genug. Ich glaube auch. 2800 Food, der ist hungrig, der Junge. Der hat Hunger! Ach, come on, dann gehen wir dir doch mal Essen besorgen. Tut mir leid, ich krieg nicht genug. Ist das überhaupt ein Junge? Keine Ahnung. Das ist ein neutrales Wesen. Naja, der Drache. Das passt schon. Der, das. Der. Das. Das, na gut.
Na gut. So, einmal zuhapsen. Lol. Ernsthaft? Wo hab ich denn gerade reingebissen? So. Was war das? Ich hab hier gerade auf irgendwas Kleinen rumgetreten. Wahrscheinlich ein Raptor oder ein Kano oder so. Nee, ein bisschen mehr, weil es hat mir am Ende 42 Fleisch gegeben. Bring mal noch Kreatin und Chitin mit, wenn du gerade bei bist. Ja, der bringt nur Fell in Unmengen. Beiß mir mal hier zu. Hab's. Nee, Kreatin bringt da... Oh, und 6 Stück. Okay, Schildkrötenalarm. Ach du Scheiße. In dem Airdrop sind Bausachen drin, ne? Hä? Nee. Welche Airdrop schon wieder? Hier hinten. Aber es ist nur Setch. Tetch. Achso, hier Foundation und so? Ja, aber auch Setch, ne? Tetch. 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 Ja, ja. Ja, die kannst du ruhig mitnehmen, dann kann das Dixie-Klo noch ein bisschen ausgebaut werden. Oh! Fuck! Was ist das am Blenden, ne? Ich muss mal eben hier irgendwas machen. Oder nicht. Wie der losgaloppiert und hier die halbe Langzunge einnimmt, Alter. Wahrscheinlich macht er sich jetzt die Füße nass, wenn ich mal kurz durchs Wasser warte, oder? Jo. Oh, ob der schwimmen kann? Ich guck mal. Soll ich? Ach, come on. Scheiß drauf. Dragon Test Nummer... Da, wo der herkommt, gibt's noch viel mehr davon. So, ich gehe. Nee, ich komme auf eurer Höhe, dass ihr das seht. Ich bin dann auf der... Der ist so hoch wie ein Hochhaus, der wird wohl nicht ertrinken, oder? Wenn man links ins Meer geht, bestimmt irgendwann. So, ich lande. Kann man nicht übersehen. Oh, Alter! Oh, wie der Staub auf hier wird. Richtig ja, cool, ne? Ey. Heavy. Und das Krasse ist, ich gehe jetzt mal das Risiko ein. Ihr seht's ja, ich stelle mal voll auf Epic, dass meine Grafikkarte mal so richtig rudert. Kann einen Moment dauern. Wir sehen uns dann in 3 Minuten wieder. Oben 4, 3 Frames? Hey! Man könnte ja cutten, aber das gehört voll dazu. Nee, alles gut, das gehört alles dazu. Okay, ich habe jetzt ein Frame, kein Frame. Nee, 6 Frames habe ich tatsächlich noch. Oh nein! Es despawnt. Es despawnt und ich fall gnadenlos auf den Boden mit extrem Blur-Effekt. Pfui. Okay, schade, ja, Leute. Das war eine Epic-Folge. Bye-bye, nichts ist für immer. Ja, was hatte ich denn vorher auf Medium, ne? Ich würde ja singen, aber ich kann das nicht. Oh Gott, jetzt habe ich echt das Ding abgeschossen. Brauchst du ein Blutback? Ne, warte mal, erstmal brauche ich Medium. Erstmal brauche ich Medium. Ist zu heavy. Client Network. Achso, Epic 60 kW. Safe, okay. Ja, ich muss hier Grafik rausschmeißen, aber ordentlich. Alter Schwede. Okay, jetzt habe ich erstmal Standbild, weil da jetzt alles wieder rausrendert. Oh Gott. Ja, Leute, total spannender Bildschirm. Drache ist weg. Ihr könnt jetzt abschalten und nächstes Mal wieder einschalten. Ist eine super Sonderfolge, einfach mal so für zwischendrinne, dass ihr es mal gesehen habt. Für zwischendrinne. Für zwischendrin. Drin. Na, nicht darin? Nein. Karin? Ach, komm, Mann. Alles Gute. Ja, ja, ich habe gerade noch rumgekackt und jetzt, ach Mensch, ich komme nicht weg hier. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt noch aufnehme, ob hier überhaupt noch was ankommt. Hallo, Test, Test. Ja, ich kann euch hören, aber ich weiß nicht, ob die Kamera und das Mikrofon das auch kriegt. Das werden wir noch sehen. Ich bleibe jetzt stehen. Das Gras bewegt sich. Ich bin dehydriert. Oh. Siehst mich nicht, okay. Doch, jetzt sehe ich dich. Aber nur ganz kurz, jetzt stehst du wieder. Ich bin ja auch stehen geblieben. Ich habe nur 0 Frames. 5, 19, 18, 17 Frames. Yeah, warte mal, ich muss zum Wasser. Nein, jetzt habe ich keine Frames mehr. Scheiße. Läuft bei dir. Ist egal. Nicht und. Ich meine, hier ist jetzt eh die Show, Leute. Ich schalte ab. Ne, schöne Grüße an Hirschi und Kalibra. Katja, ja. Hallo, tschüss. Hallo, tschüss. Haut rein. Ja. Haut rein. Tschö mit Ö. Tschö.